Okay Leute, ja, es geht weiter mit Dali, nein, Salvador Dali Dominic. Und bevor ich weitermache, ich werde das hochladen, vor den 300, also vor den 400, also weil ich habe das keinen Bock später zu machen und ich mache jetzt das 400 Special und wenn ich 400 habe, freue ich mich, weil ich keinen Special machen muss, weil ich das so, weil ich davor schon hochgeladen habe, yeah. Und ja, das ist dicke Esther und ja, es geht weiter, dazu kann ich echt nichts sagen, außer darunter war ein Auto. Da war eine Leiche drin, eine Moorleiche, aber keine echte. Und oben, warte, das zeige ich euch gleich. Okay, kurz davor das hier. Das war der Eingang. So komische Tiere. Und die Führerin meinte, die Leute, die diese Bilder, also diese Kunstwerke von Dali Dominic, er war ein Künstler, ein verrückter Künstler, der mochte es, irgendwie schlechte Publicity zu haben, um berühmter zu werden. Also wer diese Bilder deuten kann, ist ein Verrückter, hat sie selbst gesagt. Deswegen habe ich das selbst versucht mal und ich habe doch nicht so viel deuten können und weiter und das werde ich euch später noch sehen. Also wo ist das? Ach hier. Hier ist das Bild. Also das ist ein Regenschirm und das sollte irgendwie die Leiche da drin im Auto schützen, aber war nicht, weil wenn man eine Münze, also da passiert was, wenn man eine Münze da reinwirft, geht der Regenschirm auf und Regen rasselt im Auto, wo die Moorleiche drin ist, rein. Und das konnte man sehen. Ich weiß nicht, wieso das gemacht hat, aber keine Ahnung. Und diese blauen Teile kann ich auch nicht deuten. Keine Ahnung, was das ist. Einfach mal weiter. Ach, das Bild war ganz vorne. Riesengroß ist es. Ein alter Mann, wo ein Baum hier wächst und so. Keine Ahnung. Leute, ich frage euch jetzt. Die Leute, die das deuten können, schreibt es in den Comments. Ich will es echt wissen. Ich will einfach eure Meinung wissen. Das ist einfach interessant, eure Meinung zu wissen. Sagt es mir, was ihr dazu deuten könnt. Ich würde darüber mich sehr freuen, weil darüber kann ich dann sehr viel lachen und da so mit was sagen und so alles. Boah, darüber freue ich mich schon. Ich sage nur, es ist ein alter Mann, vielleicht will er uns sagen, dass er alt ist, nichts mehr hat und irgendwie seine Haare wie Bäume sind, also verzweigt und so, an der Brust und dass er fett ist. Würde ich mal deuten, sagt es mir, was ihr dazu denkt. Das nächste Bild war das hier. Zwei Hände. Vielleicht sollten die Hände Gottes darstellen. Vielleicht. Und was würdet ihr sagen? Weiter. Ach, dieses Errorbild, da habe ich sofort an Fred Error gedacht. Ich weiß nicht wieso, weil es ein Errorbild ist. Also seht ihr die Frau in der Mitte hier? Die hier. Das haben welche nicht sehen können. Also da ist wirklich eine Frau mit einem dicken Popo und noch anderen Sachen. Hier ist wirklich eine Frau. Aber das können die meisten nicht sehen. Aber ich habe es gesehen. Hier ist noch eine kleine Frau. Und ja, das will ich deuten. Ich weiß nicht, was es deuten soll, aber da ist eine Frau drin. Weiter. Hier, dieses Bild ist merkwürdig. Ja, ich bin mal näher reingegangen und ich habe die Augen angeguckt. Sahen aus wie echte Augen eines Menschen. Ich kann dieses Bild nicht deuten. Vielleicht ist ein Musikinstrument oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was dieser Macker gemacht hat. Aber ich habe gehört, dass er Drogen genommen hat, um künstlerisch weiterzukommen. Also besser zu werden. Deswegen, irgendwas Verrücktes ist das bestimmt. Ich hoffe, ihr könnt es deuten. Aber ihr seid nicht verrückt. Scheiß drauf, was die Führerin gesagt hat. Ihr seid nicht verrückt, ihr könnt es einfach deuten. Yeah. Das hier, glaube, das ist irgendwie Rassismus, soll es irgendwie darstellen, wegen das hier. Der wirft einen Stein auf den oder den hier. Oder vielleicht soll es einen Gladiatorenkampf darstellen. Irgendwie Machtkämpfe zwischen zwei. Keine Ahnung, vielleicht. Weiter. Ach, dieses Bild. Seht ihr ein Gesicht in diesem Bild? Wenn ja, schreibt es in den Comments. Und wo genau? Ich sehe ein Bild. Ich habe es auch sofort... Ich habe es auch nicht am Anfang gesehen, aber ich habe es gesehen. Sagt Bescheid, wenn ihr das Bild findet. Und schreibt es in den Comments, wo genau das ist. Dann seid ihr gut. Seid ihr sehr, sehr gut. Dieses Bild soll irgendwie eine Erinnerung von seiner Kindheit sein. Also hier ist Dali und seht diese Welt hier. Also hier ist ein Stier. Ich hoffe, ihr seht den Stier hier auf dem Bild. Zwei Stiere, oder? Nein, Stier nur. Oder ein Ochse? War das ein Ochse oder Stier? Ich glaube, Ochse, Stier, irgendwas. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Und danach schreibt in den Comments, was ihr dazu denkt und alles. Das soll, denke ich mal, Jesus darstellen, die Kreuzigung. Aber, boah, das ist heftig. Guck mal den Kopf an. Boah, ekelhaft. Weiter. Das ist von dem Dach aus. Da dachte ich mir, das will ich auch mal zeigen. Und weiter. Ja, dieses Bild sieht ein bisschen aus wie ein chinesisches Bild. Ich kann es nicht deuten,
Außer vielleicht Kriegsführung oder so, oder. Warte, ist es ein Klavier? Hä? Und das war ein Papstein oder was? Okay, weiter. Da dachte ich mir, dass irgendein Mann, der irgendwie einen Holzblock im Arschpopo hat, also, was Arschpopo ist klar, im Popoloch hat, aber ich glaube, dass irgendwas anderes ist. Ich kann es nicht deuten. Macht ihr's? Da kommen jetzt einfach einzelne Bilder, die ich toll fand. Also hier das, glaube ich, soll irgendeine Stadt darstellen, fand ich gut. Das ist ein verrücktes Bild. Das hier kommt von meiner Kamera, nicht vom Bild, haha. Das hier kann ich auch nicht deuten. Ihr könnt es vielleicht. Das hier kommt auch von meiner Kamera, hier. Und das wieder eine Stadt. Ich glaube, das Warte, das sind die gleichen, oder? Okay. Vielleicht soll es eine Wanderung darstellen von Jesus und... Nein, wie heißt sie wieder? Jesus und Maria? Wie ist die andere? Ja, Maria? Nein, warte, doch. Jesus und Maria? Ja? Glaub schon, ihre Reise nach Jerusalem. Okay, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, korrigiert mich, ich bin nicht so gut in religiösen Geschichten, weil es mich nie so interessiert. Außer manche Sachen, das habe ich vielleicht verdrängt. Kann auch sein. Einfach mal weiter. Das ist ein Bild, wo eine Frau mit einem Schwan vögelt. Nein. Doch, ich glaube schon. Das kommt auch vom Bild her. Das war nicht mit Absicht, dass es Zensur ist. Ich glaube, da war irgendwas. Also, ich hoffe, ihr könnt es deuten. Und das hier ist das berühmteste Bild von ihm. Ein Stück Brot. Das ist wirklich das berühmteste Bild von ihm. Wie kann das so berühmt sein, dieses Stück Brot? Ist es Band das Brot von, wie heißt es wieder? Kika oder was? Oder was? Hä? Bernd das Brot? Keine Ahnung was. Warum das berühmteste Bild von ihm ist? Oh, das ist krank. Warte, wie viele Minuten hab ich? Okay, ich hab noch Zeit. Weiter geht's. Hier ist das nächste Bild. Ich glaube, da konnt ihr nichts erkennen. Wegen dem Kameralicht. Schade. Aber egal. Einfach mal weiter. Das erinnerte mich ein bisschen an Shadow Hearts wegen dem, wie heißt das wieder? Kampfgegner, also die Gegner, wie die designt wurden. Das hier, dieser Kopf und so und diese Form und Flügel, erinnert mich ein bisschen an Shadow Hearts von Lucifer's Let's Plays und so. Und das hier kennt jeder von A. Arnold als, mit diesen komischen Uhren und so alles, hat bestimmt jeder mal gesehen, wo die komisch geformt sind. Die sind alle von Dali. Jetzt weiß ich eigentlich, was diese komischen Uhren zu tun, zu sagen haben. Die haben etwas mit der Zeit zu tun, dass die Zeit vergeht und alles. Weiter. Erkennt ihr in diesem Bild Beethoven? Wenn ja, schreibt es in den Comments. Wenn nicht, seht genau hin. Oder Mozart. Warte, Mozart oder Beethoven? Egal, einer von den beiden. Wenn ihr eine von den beiden seht, schreibt es in den Comments. Ja. Und das wurde aus Tintenfisch-Tinte gemacht und Blut, glaube ich. Und weiter geht's. Das soll irgendwie... Warte, wie heißt das Bild wieder? Die heilige Maria darstellen, oder? Okay. Weiter. Das soll ein Arena-Kampf darstellen. Das soll ein Gaylord darstellen, der gerade tanzt. Juhu! Ich bin gay. Doch. Das hier, der wurde gerade verprügelt. Der hier kriegt was zwischen den Oberschenkeln. Das sind sein Penis. Und weiter geht's. Das ist von innen, also Foto von drinnen. Dachte mal, es wird gut aussehen. Ist es auch geworden. Und weiter geht's. Das sind jetzt einzelne Bilder. Das soll vielleicht ein Krug darstellen oder Ammonitas. Ammonitas? Das war Pokémon. Doch. Irgendwas Muschelartiges. Irgendwas mit Meer zu tun hat, denke ich mal. Weiter. Das soll eine Pflanze darstellen mit Gesicht. Ich glaube, das soll sagen, Pflanzen sehen auch, was Menschen machen. Und die beobachten uns. Kann auch sein. Ich deute mal so. Das hier, Weihnachten. Okay. Also das darstellen, dass manche Weihnachten hassen? Oder was jetzt? Keine Ahnung, weiter. Das hier... kein Kommentar, schreibt ihr. Das ist ein Stein. Ich weiß nicht, was der Stein sagen soll, ich habe gefragt, die wollte das nicht sagen. Nur ein dicker Stein, wenn ihr es irgendwie deuten könnt. Seid ihr gut, ich nicht. Weiter geht's, oder? Wartet mal. Kurz hier. So, ja, weiter. Hier ist der Name, Salvador Dali Dominic, Marcus Dali de Pupo, 1904 bis 1989.
Ach, schade, schade. Ich hätte mehr verrückte Bilder von ihnen gesehen. Aber soll man machen. Hier sind zwei, die tanzen, die fett sind und alles. Okay. Hier ist ein Japaner! Nein. Oder doch? Keine Ahnung. Steht da vielleicht Manieren? Oder Manifest? Ich weiß nicht, was das Bild uns da. Warte, warte, der Mann kann nicht reden. Warte, heißt es, dass er ein Rassist war gegen Asiaten, dass sie nicht reden können, oder was? Kann auch sein. Weiter. Ah, das ist ein Freimarkt und die Frau hat ein Baby. Der Mann hat ein Kind hier. Warte, die haben irgendwas zu sagen, aber ich weiß nicht. Sagt es mir. Und da sind nackte Frauen. Oder, ja, nackte Frauen. Okay, dazu kann man nichts sagen, außer die ist irgendwie Muskel so aufgebaut und dick und so. Niemals. Das hier, das Meer, Meeresgott. Irgendwas ist das. Warte, das muss ich drehen. So. Ja. Okay. Das ist ein Mann. Franzose. Stöcker im Arsch. Nein, nicht im Arsch, im Auge. Und die Zeit vergeht, er wird alt. Kann es sein. Das nächste, okay. Jungfrauen am Brunnen. Eine Jungfrau gönnt sich mit dem Brunnen. Eine ist bekleidet. Ich glaube, das ist die Sof, nein, die Prinzessin von denen oder so. Kann auch sein. Das nächste Bild, ein Wald mit einem Haus. Okay. Oh, eine Muschel, das war auch noch da. Ganz einfache Muscheln. Keine Ahnung, was er sagen soll. Das nächste, irgendwie zwei Götter oder so, die gegen gekämpft haben. Einer verloren, einer hält sich in den Eiern fest. Okay. Das ist. Am Anfang dachte ich, was ist das denn? Ich dachte eine Leiche, aber das ist wirklich eine Leiche, aber von einem Esel. Das sind die Eselsgedärme. Und weiter. Das nächste, so eine Frau, die komisch guckt. Oder ein Mann, der komisch guckt. Der hat ein bisschen Puppel hier oder so. Das nächste, ich glaube, das soll Zeus darstellen. Das ist von mir. Ja. Eine komische Puppe, sah ein bisschen aus wie ein Pinocchio für mich. Und, boah, ich weiß nicht, was er dabei gedacht hat. Das nächste, ein Mann in Stein gemeißelt. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Echt keine Ahnung. Das nächste, das war ein komischer Raum, wo eine Badewanne am Dach war und zwei Bilder, eine Nase, ein Mund. Boah, kann's nicht deuten. Vielleicht, das war sein Wohnzimmer oder so. Oder die Wohnzimmer des Frau. Keine Ahnung. Weiter. Hier ist eine Frau wieder. Spritzt sie was an den Brüsten ab? Das wusste ich gar nicht. Okay. Weiter. Das nächste Bild. Ich glaube, das soll Präsident Lincoln darstellen. Und die hier sollen. Warte, keine Ahnung. Ja. Okay, Gangbang. Oder Vergewaltigung. Vier Frauen mit einem Mann. Kann auch sein. Das nächste ist das hier. Das war am Dach, also oben. Ich habe es mal fotografiert. Ich glaube, das ist Dali und das ist seine Frau Gala. Und das hier, boah, ich kann es nicht deuten. Warte, drehe ich das mal um. So, vielleicht kann ich jetzt das deuten. Ich hoffe mal, dass ihr es könnt. Dann, ich will es so wissen. Das nächste ist das hier. Ich glaube, es ist ein bisschen verschwommen, aber ach, was soll man machen? Okay. Das nächste ist das hier. Ich glaube, das ist bald das Ende. Ein Bild von ihm. Das ist das nächste. Der Strand. Das war der vorletzte Tag, wo wir am Strand waren. So ein geiler Strand. Das Essen aber. Das Essen in Spanien ist scheiße, weil das meiste davon keinen Geschmack hat. Oder ich war im falschen Läden nur. Ich sag das nur. Hier ist der andere Strand. Geile Bilder, muss man echt sagen. Bin echt ein guter Fotograf. Das nächste ist das hier. Da waren Quallen drin und so. Ich habe Volleyball gespielt, Rugby, Rugby, yeah! Und weiter. Da war ein Baum. Ja! Und das hier, ein Schiff. Ja! Und ein Meer. Und da waren Quallen drin und so. Und das hier, das war der Rückweg. Nichts Spektakuläres. Und wir sind am Ende unseres, ich sag unseres und meines Specials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal beim 500 Special. Und tschüss.